meine Damen und Herren, herzlich willkommen. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Herzlich willkommen zu Aktien im Fokus für Donnerstag, den 29.06.2017. Diese Ausgabe wird Ihnen wie immer von directbroker fx präsentiert. Wir blicken auf einen durchaus schwachen Handelstag zurück. Das war letztendlich aber nicht allzu unrealistisch, dieses Szenario. Viele der Aktien waren ja teuer, zum Beispiel die Fraport. Die, die Bayer, da hatten wir gesagt, alles aus der Reaktion heraus kann man kaufen. Aber gerade auch die Henkel auf Wochenbasis sehr weit gelaufen. Billfinger ist sowieso schwach, hatten wir hier die Short-Prognose. Also da gab es einige Aktien auch, die durchaus schon einiges angekündigt haben. Nicht, weil sie so bärisch sind, sondern weil einfach der Markt so teuer ist. Gerade vor allem die Bayer-Aktie, hier kann man nicht oft genug wiederholen. Gerade dieser Bereich... In rund, rund um die 113 oder 107. Das ist einfach nur die klassische Distanz zur 200er-Tages-EMA. Und man sieht deutlich günstiger, kommt man eben rein, wenn man hier auf die gleitenden Durchschnitte wartet. Und irgendwann knallt es halt mal, so wie heute zum Beispiel, und dann schießt auch der Dow Jones hier runter. Wir hatten ja über diesen Trendkanal gesprochen, der gebrochen wurde. Und ausgehend von diesem Trendkanal gab es dann nochmal einen Pullback und jetzt läuft im Prinzip hier vermutlich erstmal der Dow Jones bis 20.942 Punkten. Also da ist letztendlich Platz und wenn man das sieht auf, auf Tagesbasis, ist das, was wir heute sehen, wirklich ein Witz. Wir haben jetzt aktuell eine, seit Donald Trump eine Rallye von 4000 Punkten gesehen. Und vorher ging ja auch noch die Rallye los, also, oder, oder lief sie schon, 15.400. Das war ja der Startschuss ähm, ähm, ja, vor, vor knapp anderthalb Jahren, Anfang Februar des letzten Jahres. Auf jeden Fall schoss der Markt, sind wir jetzt seit 6.200 Punkten am Steigen. Und äh, die 200er Tages-EMA haben wir schon, oder hat der Dow Jones. Ewigkeiten nicht mehr gesehen. Fast ein Jahr nicht mehr. Sollte also der Dow Jones mal hier 1000 Punkte fallen, dann wäre das von der gesamten Rallye aus betrachtet nicht mal 23% hergegeben. Also, wenn jetzt großartige Crash Szenarien ausgerufen werden, muss man immer darauf hinweisen, 6000 Punkte stehen auf dem Plus, auf dem Haben. Und jetzt sind ein paar, paar hundert Pünktchen dagegen erstmal nichts übergeordnet. Spricht vieles Mal auch hier für eine Korrektur für aus dem Tageschart heraus haben wir es ja gesehen. Daher günstige Short-Einstiege sind äh, da heute gewesen am Pullback dieser Flagge. War sehr angenehm. Und ähm, aktuell wäre es dann, glaube ich, ratsam erstmal diesbezüglich eine Reaktion abzuwarten, bis er nochmal hochkommt. Er ja, muss nicht unbedingt heute sein, aber wenn er dann letztendlich hier so verläuft, kann man hier nochmal rein shorten aus der, aus der Reaktion heraus. Ähm, Ansonsten die nächsten Long-Einstiege erst wieder bei 20.900 Punkten circa. DAX hatten wir gesagt, kann fallen, ist ja über die, bei diesem Dreieck, das war ja das Interessante daran. Diese Formation ist im Übrigen auch äh, duplizierbar. Immer wenn so eine Formation auftritt, ist es ein bärisches Zeichen. Egal ob es M1 oder M5 ist. Ja, er ist hier bullisch ausgebrochen, hat dieses. Muster sofort einkassiert und ganz wichtig, wenn er dann auf der gegenüberliegenden Seite ausbricht, dann kommt in der Regel deutliches Momentum mit rein. Jetzt sind wir aktuell wieder so leicht im Unterstützungsbereich. Das Gap, das er hier durch die Frankreich-Wahl aufgerissen hatte bei 12,2. Alles in allem, also jetzt leichte Stabilisierungstendenzen, bevor es dann eigentlich weiter abwärts gehen sollte. Das heißt, möglich ist jetzt eine kleine Stabilisierung, aber prinzipiell ist der Weg in Richtung 11,9 oder zumindest 12.2 in, in dem Bereich noch offen. Und äh, ausgehend von diesem Niveau sollte der Markt dann wieder anfangen zu steigen. Das ist jetzt gegenwärtig äh, der wahrscheinliches, äh, das, das wahrscheinliche Szenario. BMW beispielsweise hat sich hier noch nicht vom Fleck gerührt, auf Wochenbasis weder den Ausbruch Long noch Short gemacht. Das bleibt offen. Billfinger ist weiterhin Short. Da sind die shortlastigen Trends untergeordnet wie übergeordnet intakt. In Henkel kann durchaus noch mal eine tiefe Reaktion hier eintreten. Letztendlich ist das ja auch kein weltbewegendes Marktmuster. Ich meine, hier unten einzusteigen ist halt wirklich keine Kunst. Aber die Kunst ist es halt zu warten. Disziplin und Geduld letztendlich entscheiden meistens mehr als reine Fachlichkeit. Daher man kann man sich Gedanken machen, ob ein Basiswert dann hier noch weiter steigt. Es wird Fälle geben, da steigt er noch weiter oder hier noch weiter steigt. Aber wenn man letztendlich günstig eine Aktie haben will, ist es immer ratsam, sie dann zu kaufen, wenn sie eben an oder unter ihrem Durchschnitt ist in einem steigenden Trend. Das bedeutet erst hier wieder bei 111.25. Das gilt auch für die anderen Aktien. Bayer zum Beispiel hat auch noch Platz nach unten. Da will ich jetzt nichts überstürzen. Da kann man immer noch günstig rein. Immerhin hat er hier brutale Anstiege hinter sich. Lasst den mal halt konsolidieren und dann schauen wir weiter. Das war's von meiner Stelle aus. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Good Trades und wenn Sie mögen, bis bald. Auf Wiedersehen.